Tag auch Leute, willkommen wieder bei XCOM 2 und ja, wir haben hier eine ziemlich heiße Situation, wobei ich mir da nochmal Gedanken gemacht habe zum letzten Part und ja, ich muss in einer Runde das Relais zerstört haben, allerdings natürlich nicht den Kollegen hier eliminiert haben. Jetzt könnte man ja fast sagen, ich habe hier den Rekruten geopfert, aber na gut, besser glaube ich, ja gut, ich hätte mir hier Deckung holen können, ich hatte eigentlich alles in meinen Augen richtig gemacht. Aber sprich, ich habe ja noch ein bisschen mehr Zeit. Da wollte ich jetzt gerade schon den Teufel an die Wand malen. Das heißt, wir können uns jetzt auch hier volle Deckung suchen. Und eigentlich auch etwas langsamer machen. Erstmal nachladen. Ich bin bereit. Dass wir natürlich jetzt das Relais zerstören müssen, ist klar. Und das natürlich möglichst auch mit guter Deckung. Hier 26%, aber wir... Ja, wir müssen eigentlich auch mal nachladen. Er hat hier nachgeladen, das ist doch okay. Dann machen wir es wie folgt. Er geht mal hier hin. Bin schon unterwegs. Um vielleicht gleich auch den Edwin gut zu flanken und lädt mal seine Waffe nach. Alles im grünen Bereich. So, und der Topstar macht jetzt hier das, für das er eingestellt ist, nämlich hier töten, in diesem Sinne das Relais zerstören. So, genau. Und jetzt müsste doch eigentlich... Menes 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde, ja, und rücken, genau, Sie zur Evakuierungszone vor. Danach habe ich natürlich noch Zeit, hier die restlichen Gegner zu eliminieren. Okay, und der ist erstmal in den Feuerschutzmodus gegangen. Er sieht ihn mit 26%. Na komm, ich habe jetzt ja Zeit. Versuchen wir es mal. Weil wenn ich ihn treffe... Oh, er trifft ihn auch. Ist der Feuerschutz aufgehoben? Ja. Und vielleicht... Ah. Das ist doch eine gute Situation jetzt hier, um... Bestätigt. Rücke aus. Die Sache schnell zu beenden. Ja. Geflankt 76%. Jawohl. Okay, das lief doch astrein. Super, okay, bis auf den einen Verlust, den hätten wir uns eventuell sparen können, ja, deswegen auch leider keine ausgezeichnete Wertung. Dafür kein Soldaten verwundet, okay. Haben wir nur noch 3 mit nach Hause gebracht. Ah gut, ich meine, das war natürlich Glück jetzt. In dem Sinne, es ist ein Spiel um Prozentzahlen. Und ich hatte ja eigentlich schon, habt ihr ja gesehen im letzten Part, dafür gesorgt, dass ein höherer Verteidigungsbonus da ist und er hat ihn einfach erwischt. Kann man nichts machen. So, und jetzt kann ich euch auch mal die ganze Basis und alles endlich mal zeigen. Ja, bis jetzt sind wir ja von Mission zu Mission geschickt worden. 3 Missionen jetzt am Stück. Einen schon verloren. So, der Rest kommt jetzt nach Hause und dann gibt es ja wieder die allseits beliebte Slot-Maschine. Die dürftet ihr schon kennen. Müssten wir jetzt hier 3 Leute haben, die befördert werden. Wobei natürlich der Topstar, der kriegt jetzt hier die nächste Ausbildung. Und ja, was brauche ich denn? Wir könnten ihn zum Kampfhacker machen. Das ist gut gegen spätere Maschineneinheiten. Oder erstmal zu einem Kampfsanitäter. Und ich glaube, das mache ich auch mal als erstes. Können wir mal kurz vorlesen, was dann hier genau passiert. Der Gremlin kann Heilaktionen aus der Ferne ausführen, Gremlin-Heilung und Gremlin-Stabilisierung. Der Gremlin hat nur eine Ladung. Wenn ein Medkit ausgerüstet ist, erhält ein Gremlin eine zusätzliche Ladung. Das ist super. Heilen aus der Ferne. Das nehme ich gerne an. So, und jetzt, weil es so schön ist, hauen wir doch mal hier die Slot-Maschine rein, um dann mal gleich wieder zu sehen, wen wir hier als neuen Soldaten begrüßen können. Ja, und ihr habt es wieder gesehen. 2 neue Soldaten sind in Aussicht. Einmal der MacBuzz, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Der MacBuzz ist hier der nächste Sniper. Willkommen im Team. Und dann haben wir noch hier den nächsten. Und es ist wieder ein Spezialist, der Guanidin. Auch ein alter Bekannter, der schon hier im allerersten UFO bzw. XCOM dabei war. So, die werde ich gleich umbenennen. Ja, hier unsere schöne Beute, Illyriumkern. Super wichtig. Und ein Alien-Datenspeicher. Ich muss zugeben, ich hatte nie so früh schon einen Datenspeicher.
Was das genau macht, das erkläre ich euch dann gleich in der Forschung. Insgesamt 9 Leichen. Wunderbar. Also hat eigentlich alles gut funktioniert. Hier sehen wir nochmal den Alien-Speicher. Genau, den muss man in der Forschung bei Dr. Teigen abgeben. Da wir nun etwas Hilfe dann haben, wird er entschlüsselt. Beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Genau, wir haben einen Ingenieur bekommen und die Ingenieure machen jetzt nicht nur tolle Sachen in unseren Einrichtungen, sondern sie müssen auch erstmal hier das Schiff ausräumen. Ihr seht, hier sind überall Alien-Trümmer. Manchmal ist auch eine Energiespule oder sind auch noch Alien-Maschinen da, aber ihr seht, tutorialmäßig muss ich wieder mal hier das Ganze aussuchen. Müssen wir dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen. Genau. Und jetzt kann ich hier den Ingenieur hier anweisen. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Genau. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Ja, wir haben es gehört. Der Ingenieur hat jetzt 5 Tage. Oh, Leute, was ist denn los? Okay, also ich krieg schon hier das nächsten Funkspruch durch. Ja, ihr habt es gerade gesehen, jetzt sehe ich es leider nicht mehr. 5 Tage braucht der Gute, um jetzt diesen Platz freizuräumen. Dann können wir hier einer unserer Einrichtungen hinbauen. Das muss man wirklich mit allen Einrichtungen so machen. Ein großer Unterschied noch zum ersten XCOM, es gibt nicht mehr diese Angrenzen-Bonis. Vielleicht erinnert ihr euch noch mit der Satellitenzentrale, man baut die nächste dazwischen und so weiter, und da gab es Bonis. Das gibt es hier zum größten Teil nicht, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich der Werkstatt. Und die werde ich auch dann bauen und die Werkstatt kommt genau in die Mitte. Warum, seht ihr dann noch. Ich bin heute irgendwie wie die Sendung mit der Maus, oder? Das alles nach der nächsten Maus. Nee, also die Werkstatt kann dann diese Gremlin-Drohnen einsetzen, die wir ja auch schon im Kampf eben gesehen haben. Und das ersetzt quasi Arbeitskräfte. Und das geht dann nur in angrenzenden Räumen. Und ich habe mir schon so ein bisschen das Schema, wie ich es bauen will, eigentlich vorgelegt. Oh, gucken wir mal an, was wir hier für eine Übertragung wieder bekommen. Hallo, Commander. Oh, er hier. Die Sie noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. So, jetzt haben wir gesehen, dass wir nicht alleine sind. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind. Genau, und ja, ihr habt es gesehen, auf der ganzen Welt verschwinden Leute. Und das kann ja eigentlich nur mit den Aliens zusammenhängen. So, wir gehen auf die Brücke und sehen uns das nächste Video, nehme ich mal an. Das hier ist unsere aktuelle Position, gleich außerhalb des Widerstandshauptquartiers. Sie dient uns als Stützpunkt und Vorratsquelle, wenn wir nicht unterwegs sind. Der Sprecher hat die Alien-Geheimeinrichtung in dieser Region ausfindig gemacht. Leider kennen wir noch nicht ihre genaue Position. Wenn wir die Einrichtung finden wollen, müssen wir den lokalen Widerstand in der Gegend kontaktieren. Teigen hat eine Theorie, wie wir sie kontaktieren können, ohne dass die Aliens es bemerken. Aber er braucht Zeit für seine Forschungen. Wir sollten uns damit nicht zu viel Zeit lassen, Commander.
Wenn wir einen weltweiten Widerstand aufbauen und Advent entgegentreten wollen, müssen wir so schnell wie möglich den Kontakt zu weiteren Regionen herstellen. Neues Ziel hinzugefügt. So, jetzt haben wir neue Primärziele bekommen. Erforsche die Widerstandskommunikation, fliege zur Region der Geheimeinrichtung und stelle den Kontakt her. Ja, das ist hier unser netter Kerl. Unweit von unserer aktuellen Position etwas entdeckt zu haben. So, und hier haben wir was entdeckt, nämlich Vorräte. 7 Tage benötigt es zu untersuchen. Jetzt wollte ich euch erstmal generell alles hier erklären, aber ich darf es ja leider nicht, weil ständig mir das Tutorial hier einen Strich durch die Rechnung macht. So, während wir auf neue Einsätze oder den Abschluss von Forschungsarbeiten warten, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Ich wäre wirklich gern schon so ungefähr 10 Parts weiter, weil da gibt es diese ganzen Sachen eigentlich nicht mehr, außer man macht hier diese Primärziele, da kommt natürlich immer noch ein kleines Video. So, also jetzt erstmal grob hier zur Einordnung, dass ihr verstehen könnt. Wir sind auf der Welt und unsere Basis ist jetzt in diesem Spiel hier in, na, was ist das? Also hier so in Afrika, Nahe Osten, hier Suezkanal und so weiter. Da ist unser Hauptquartier, beziehungsweise auch unser Turm. Jetzt können wir hier über diese Striche Kontakte aufnehmen zu neuen Ländern. Das ist ähnlich wie mit den Satelliten früher, die man gebaut hat. Baut man jetzt quasi eine Kommunikation zu einem nächsten Land, in dem Fall hier Südafrika, auf und bekommt dann mehr Geld. Das ist hier oben bei den Einnahmen und das alles, was man so kennt. Die aktuellen, das wird noch gar nicht angezeigt, man kann am Anfang erst nur zu 3 Ländern Kontakt herstellen, das kann man dann später noch erweitern. Ja, und jetzt machen wir einfach mal das, was uns gesagt worden ist, weil wir können jetzt immer hier auf dieser Weltkarte verschiedene Sachen machen. Hier im Widerstands-Haku könnten wir Informationen sammeln. Wir haben oben gerade eine Infoanzahl von 40, die können wir dann später wieder für Projekte, für im Schwarzmarkt nutzen, um irgendwas zu kaufen. Also ich sag mal eher später. Oder wir können jetzt hier unten, wo wir auch schon sind, 7 Tage lang das Gebiet scannen und bekommen dann die angezeigten Vorräte. Auch wird immer angezeigt 14 Tage Vorratslieferung, da bekommen wir dann die Einnahmen für den Monat. Das ist jetzt ein bisschen weniger als immer ein Monat, ich glaube es sind so 4 Wochen oder irgendwas um den Dreh. Und ja, die Vorräte bekommt man dann allerdings nicht direkt aufs Konto, sondern wir müssen die noch einsammeln. Das zeige ich euch dann auch. Ansonsten 3 Tage noch, bis die Forschung durch ist und 5 Tage, bis die Alien-Trümmer weg sind. Deswegen bleiben wir einfach mal hier. Interessante Entdeckungen gemacht, Commander. So, Hybridmaterialien wurden erforscht. Zeigen uns direkt mal an. Ja, wir haben als neues die Nano-Schuppen-Weste und die Plattenrüstung als neues Forschungsprojekt. Ich lese mal wieder vor. Aufgrund unserer begrenzten Ressourcen zur Ausstattung unserer Soldaten mussten sie sich bislang mit jeglicher behelfsmäßiger Rüstung zufrieden geben, die Shen aus verschiedensten Schrottmaterialien zusammenstückeln konnte. Indem wir uns auf Methoden verlassen haben, die unter anderen Umständen antiquiert wirken würden, haben wir einen Weg zur Herstellung von mehrschichtigen Nanofasergewebe gefunden, das direktem Beschuss so gut standhält wie jegliche traditionelle Rüstung, dabei aber wesentlich leichter ist. Unsere Soldaten müssen trotzdem vorsichtig sein, selbst die Nanofaser hat ihre Grenzen. Am besten ist sie wohl für Soldaten geeignet, die mehr auf Beweglichkeit als auf maximale Feuerkraft setzen. Unsere Soldaten werden aber sicher jede Verbesserung gegenüber ihrer aktuellen Ausrüstung zu schätzen wissen. Ja, ich würde gern diese neue Plattenrüstung bauen. Das ist allerdings ein Item für den Zusatzslot, also sprich, ich könnte dann keine Granaten mehr mitnehmen. Und ich sag mal so, ich komme auf die Weste nochmal zurück später im Spiel, aber am Anfang ist sie jetzt nicht so toll. So, und jetzt können wir hier unser nächstes Projekt aussuchen. Wir haben natürlich jetzt hier neue Leichen bekommen, Entschuldigung. Und können hier auch natürlich Widerstandskommunikation, das ist ein Teil des Auftrages, Modularwaffen, den Alien-Datenspeicher entschlüsseln. Das machen wir erstmal gar nicht, weil aktuell haben wir noch kein Problem. Dann haben wir hier die Plattenrüstung, ja, eins der wichtigsten Projekte am Anfang, aber ihr seht, 30 Tage ist leider zu kostspielig. Und die Sektoiden-Leiche können wir erforschen. Ich fange mal an mit der Widerstandskommunikation oder gerade mit der Advent-Autopsie. Müsste ich gerade mal überlegen, wohin das führt.
Ja, ich nehme erstmal die Advent-Autopsie. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein. Sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Also echt nicht gerade schick anzusehen. Ja, ich mache das mal 3 Tage. Ihr bekommt übrigens solche Autopsieberichte automatisch, wenn ihr eine gewisse Anzahl an Leichen gefunden habt. Ich glaube, bei den Sektuinen sind es 5 bis 10. Also wenn wir jetzt noch mehrere Aufträge gemacht haben und wir haben irgendwann 10 Leichen, kann man sich die Autopsie sofort ohne 3 Tage zu investieren für die Forschung. Das kann man manchmal auch machen, wenn man jetzt weiß, dass... Ständige Überwachung meiner Aktivitäten nutzt sich ab. Ich bin ein geduldiger Mann, aber irgendwann muss sie mir vertrauen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Okay, nochmal hier von Dr. Teigen ein kleines Statement. So, jetzt können wir auch hier mal uns die ganzen Sachen anschauen. Alien-Trümmer, Alien-Maschinen. Und was viele am Anfang, glaube ich, gar nicht so raffen, ihr bekommt, wenn ihr das Ganze ausräumt, bekommt ihr diese Vorräte. Also 37 Vorräte bekommen wir, wenn unser Ingenieur hier in 2 Tagen das Ganze ausgeräumt hat. Viele, glaube ich, denken, das kostet Geld. Nein, ihr bekommt das Ganze. Anders sieht es dann noch aus, wenn ihr hier Maschinen oder auch diese Energiespule euch aneignet. Die Energiespule übrigens noch ganz nett. Jedes Gebäude, was ihr darauf baut, kostet keinen Strom. Wenn es sogar eine Energievorrichtung sein sollte, bekommt ihr extra Strom. Also das ist ein Platz definitiv für später. Ist ja auch relativ weit unten. Und jetzt gehen wir doch mal zu den Soldaten, dass wir die nochmal umbenennen können. Und wir hatten ja hier unsere 3 Leute, die wir noch gar nicht umbenennen konnten. Oh, jetzt muss ich mal schauen, wer war denn jetzt wer? Grenadier war doch der F. Krone. Da erinnere ich mich noch dran. Und das ist auch der Grenadier, der in der ersten Mission dabei war. Das heißt, wir werden dich jetzt mal umbenennen. Und... sagen mal, es ist so viele Möglichkeiten, was man mittlerweile hier einstellen kann. Das ist mir eigentlich alles schon zu viel. So, Nachname. F. Krone. Und ich glaube, wenn ich hier vorne einen... hier wird eine sogenannte Pipe. Alle, die Programmiersprachen kennen, wissen natürlich, was das für ein Zeichen ist. Dann setze, dann können wir den Vornamen hier löschen. Grenadier mache ich mal... gelb. Ich wette, dass ich mir spätestens ab der nächsten Folge schon wieder nicht mehr merken kann, wem ich was hier gegeben habe. So, F. Krone. Dann hatten wir noch den Ranger. Der Ranger war doch unser erster. War der F. Krone nicht der Ranger? Oh Leute, tut mir leid, wenn ich euch jetzt gerade hier verwechsel. Das ist blöd. Also in Zukunft machen wir das natürlich immer direkt anschließend. Jane Kelly ist hier der Ranger. Okay. Aber warte, ich habe es mir doch hier aufgeschrieben. Ranger ist doch noch neu. Habe ich noch... Moment mal, wer ist denn hier? Ich habe aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also erstmal... wir machen... Charakterinfos. Erstmal hier den Vornamen weg. Also Xavier ist doch nicht mehr da. Und jetzt gucken wir uns das mal weiter an. Jetzt haben wir die beiden schon. Hier, Scharfschütze. Was sagt meine Liste? Einmal Happy und einmal jemand anders. Egal, das können wir jetzt ja mal notfalls anders machen. Charakterinfo. Und den nennen wir jetzt Happy. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Scharfschützen machen wir mal schwarz. Dass man euch auch besser sehen kann. So richtig dunkel. Okay. F. Krone hatte ich um. So, rot war der Spezialist. Dann haben wir noch einen Spezialist. Und das müsste doch jetzt... Wen habe ich denn hier zugelost? Das müsste doch jetzt MC Bass sein. Okay. Ist nicht so wild, Leute. Ich nenne die Leute einfach so, wie wir sie jetzt... bekommen haben. Aber ich wundere mich gerade, dass wir 6 haben und wir hatten nur 5 ausgelost. Na, da müssen wir gleich nochmal einen auslosen. Die Jane Kelly hatten wir, glaube ich, auch noch nicht dabei. So, und die beiden sind auf jeden Fall da. Das heißt, das müssen die neueren sein.
Ihr seht, man bereitet sich aufs Spiel so gut vor und dann scheitert es wieder an solchen Sachen. So, der Guanidin. Willkommen im Team. Sniper haben wir ja gerade gelernt. Dunkle Rüstung. Sollte reichen. Dann haben wir hier noch den Spezialisten. Der müsste auch von der letzten Mission sein. Also in dem Fall ist das jetzt der MC Bass. Und eine Tilde, das ist ein... nicht Tilde. Eine Pipe. Das ist ein Spezialist. Und wir haben ja schon gelernt, Spezialisten machen wir rot. Okay. Ja, das ist echt angenehm. Für alle, die Long War gespielt haben, da wird das automatisch gemacht mit der Rüstung. Ja, und jetzt haben wir noch einen Soldaten übrig, nämlich den Ranger, der in der ersten Mission so stark verwundet worden ist. Und ich habe keinen gelost. Das machen wir dann in der nächsten Folge direkt, dass wir da dann erstmal wissen, wen hier der Jane Kelly ist. Und ja, dann müssen wir auch eben ein paar neue Soldaten kaufen. Ihr seht, wir haben nicht mehr ganz so viele. Seid einfach wieder dabei beim nächsten Mal. Dann hoffentlich ohne größere Namensprobleme. Bis dann. Ciao, ciao.